この世のすべては四季によって成り立っている。自然の息吹も、生命の鼓動も、人間の感情も、お前の絶望すらも、すべては四季に導かれる結果に過ぎない。そしてそれは決して変わることはない。わかるか？わからないだろう。それでは証明してみせよう。この実験で。Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Informationsvideo auf meinem Kanal. Freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich denke, das wird jetzt auch wieder eins der letzten sein für die nächsten Tage, bis mal wieder neue Informationen kommen, denn die Jump Festa ist jetzt auf jeden Fall zu Ende mit diesem Trailer zu One Piece World Seeker, den ihr gerade sehen konntet. Und ich habe mir gedacht, wir werden jetzt uns den Trailer ein bisschen mal angucken, denn ich habe natürlich jetzt die ganze Zeit darauf gewartet, bis der mal in einer guten Quali vorhanden ist. Der war schon gestern online. Ich hätte dieses Video auch schon gestern bringen können, aber ich wollte das natürlich mit einer guten Quali bringen, um euch natürlich auch das Beste für eure Augen zu geben. Ich küsse eure Augen. Mua. So, aber fangen wir jetzt auf jeden Fall an mit diesem Video. Und zwar ist der Entwickler Ganbarion. Und von denen habe ich so an sich eigentlich noch nichts gehört. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was die denn so alles entwickelt haben, beziehungsweise wo sie mit dran gearbeitet haben. Und ich werde das jetzt einfach mal so ein bisschen vorlesen, dass ihr einen kleinen Überblick bekommt, wo die denn dran gearbeitet haben. Und zwar an One Piece Grand Battle Rush, One Piece Grand Adventure, One Piece Unlimited Cruise, One Piece Unlimited World Red und Dragon Ball Fusions. Es gibt noch zahlreiche andere Games, aber das sind jetzt mal die Games, die auf jeden Fall ausschlaggebend sind, vielleicht für dieses eine Spiel jetzt hier, denn sie haben auf jeden Fall Erfahrungen mit One Piece und der ganzen Welt und der ganzen Thematik. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich wichtig, dass nicht irgendein Entwicklerstudio dahingeschmissen wird und die sollen eben dieses Open-World-Spiel entwickeln, sondern es ist auf jeden Fall ein Studio, was sich schon seit über Jahren mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. In dem Trailer selber sieht man jetzt auch nicht wirklich arg so viel, wie man schon so gesehen hat durch die ganzen Screenshots, die geleakt wurden. Auf jeden Fall sehen wir Ruffy, wie er durch dieses Kornfeld oder was, dieses Maisfeld oder was das sein soll, durchläuft und natürlich so zwei Zäune überspringt. Und man sieht auch auf jeden Fall, dass es auch andere Animationen sind für die Gegenstände, die er zum Beispiel überspringt. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ist halt so ein bisschen Parkour-mäßig. Auf jeden Fall sehen wir auch, wie er zum Beispiel seinen Arm ausstreckt, um sich natürlich an einer Baumspitze hochzuziehen und sich dann eben über die Map gleiten zu lassen. Und da finde ich die Animation richtig sexy und richtig flüssig, wie das auf jeden Fall jetzt schon aussieht. Man sieht einfach, wie er das nach vorne stoßt, sich hinzieht und dann in der Luft so leicht sich dreht und jeder Körperteil sich so ein bisschen bewegt, so wie es einfach natürlich ist. Und also im Sinne von natürlich, wenn man zum Beispiel sich so hinziehen würde, jetzt nicht von dem Sinne, dass man eben seinen Arm dehnen kann, ihr wisst, wie ich es meine, das sieht einfach echt extrem echt aus, das Ganze. Und das feiere ich einfach an diesem, an der Optik von diesem Spiel. Ja, ich weiß auf jeden Fall auch, dass sich einige schon gefragt haben, ob man andere Charaktere spielen kann. Leider ist dazu bis jetzt noch nichts bestätigt, muss ich an der Stelle sagen. Wir haben aber auf jeden Fall ein Bild, wo wir eben Ruffy sehen und unten links dann Zorro einfach auf so einem kleinen Steinchen liegend mit dem Kopf eben und schlafend. Und das könnte vielleicht dafür ein Indiz sein, dass Zorro auf jeden Fall mit in dem Spiel dabei sein wird und dass natürlich auch die anderen noch dabei sind. Ob das wirklich der Fall ist oder nicht, werden wir auf jeden Fall noch in naher Zukunft sehen. Aber wir könnten einfach mal ein bisschen spekulieren, wenn die anderen Charaktere dabei wären, was das Ganze so für einen Zweck hätte. Und dazu habe ich von Mirrell auf Twitter einen coolen Tweet gesehen und den habe ich jetzt einfach mal gescreenshot und hier mal eingeblendet. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal sehen, was es so für Ideen gibt, was man mit den einzelnen Charakteren machen könnte, wenn das Ganze halt so Open-World-lastig ist. Und zwar Zorro könnte zum Beispiel irgendwelche Türen und Bäume zerschneiden, um die vielleicht einen Weg
versperren, Nami könnte Sachen knacken oder irgendwelche Sachen klauen, Lysop könnte Sachen herunterschießen von Häusern, wo zum Beispiel Ruffy gar nicht hochkommt oder irgendwelche weit entfernten Sachen. Sanji könnte auf ziemlich hohe Ebenen mit seinem Skywalk hochkommen. Chopper könnte Sachen ausgraben mit seinem, ihr wisst ja, diesen Modus da, den er da hat. Robin könnte Rätsel lösen. Und das finde ich zum Beispiel richtig cool, wenn dann irgendwelche, so also wie so eine Art Poneglyphen da sind, aber vielleicht auch andere Sachen, irgendwelche Höhlen, irgendwelche Wandmalereien. Man geht da rein mit Robin, versucht das Ganze zu lösen oder so. Franky, Brücken und Co. bauen, zum Beispiel irgendwelche Übergänge, dass man auf die andere Seite kommt oder so. Brook könnte übers Wasser laufen, wie er es sonst auch macht, Wände hochlaufen, und Jinbei könnte Höhlen unter Wasser erkunden. Die Idee, was hier Mirre hatte, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool und deswegen habe ich das hier mal eingeblendet. Falls ihr irgendwelche anderen Ideen habt, könnt ihr die ganz gerne mal reinschreiben, vielleicht auch zu anderen Charakteren, vielleicht fällt euch da was Besseres ein. Schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, wenn euch da was einfällt. Aber die Grundidee, was der Mirre hier hatte, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool, deswegen habe ich das hier ganz mal eingeblendet. Was das Genre betrifft, ist es halt Open World. Würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist noch nicht ganz bekannt. Irgendwie so Open World Adventure oder irgend sowas, so in die Kategorie würde ich das auf jeden Fall stecken. Ich bin gespannt, was wir auf jeden Fall jetzt noch als nächstes erfahren. Denn, ja, mehr ist leider nicht bekannt, bis auf das, dass scheinbar kein Online-Modus dabei sein wird. Ich muss aber an der Stelle gleich mal direkt sagen, für mich ist kein Online-Modus zwingend notwendig. Wenn das Spiel eine geile Story hat, viele coole Quests hat und alles andere drumherum, dann ist das für mich vollkommen okay, dann brauche ich auch keinen Online-Modus, weil es einfach eine geile Story hat und einen wirklich lange bei Laune hält, und das reicht dann für mich auch vollkommen aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr unbedingt einen Online-Modus braucht. Schreibt es gerne in die Kommentare, mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. So, und das war's dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Mich würde es auch übertrieben freuen, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben gebt. Ich habe wirklich versucht, das ganze Wochenende euch auf dem Laufen zu halten. Deswegen wäre das als kleines Dankeschön wirklich sehr toll, wenn ihr dieses Video einfach liken und kommentieren würdet. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich versuche euch auf jeden Fall auf dem Laufenden zu halten, Freunde. Dieses Mal wirklich. Für 2018 habe ich mir das sowieso wieder vorgenommen, wirklich aktiv wieder Gaming-News zu bringen und das nicht mehr so schleifen zu lassen, wie ich das eine lange Zeit jetzt schleifen lassen habe. Und dieses Mal ist es wirklich versprochen. Ich werde mich da auf jeden Fall dran halten. So, Freunde, dann wünsche ich euch wieder alles Beste. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tödelö.